Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Breath of the Wild. In der letzten Folge, ja, man versucht auf diesen Turm da hinten hochzuklettern, hat aber nicht so geklappt, ja. Dafür, ja, sag ich mal, bräuchten wir halt eben ein paar Sachen. Und ja, wir sollten halt ein bisschen stärker sein, wie wir es jetzt sind. Hier gibt es aber ein paar Schreine. Können wir mal schauen, ob wir ja zu einem dieser Schreine kommen. Ich persönlich hätte aber voll Bock, zu dem Dings da hinten zu kommen. Das sind auch so Gesichter auf diesen Stein. Irgendwie voll komisch, oder? Ja, das sieht aus wie so ein Face. So schreit irgendwie so. Okay, so, dann gehen wir mal hier runter. Ach komm, scheiß drauf, lassen wir die einfach mal. Zitterflügler. Okay, da haben wir jetzt einen davon. Geht's da unten irgendwo hin? Schau mal, vielleicht gibt's da ja irgendwas. Das sieht interessant aus. Müssen wir uns auf jeden Fall merken hier, die Position. Deswegen setze ich da einfach mal ein Dings hin. Ein Punkt. Da vorne geht auch wieder was. Und es sind auch wieder so ein paar Boys. Mit dir nehme ich es auf. Okay. Schau mal, die brauchen Hilfe hier, so wie es aussieht. So, denen haben wir geholfen. Puh, jetzt ist wohl ein Dank angebracht. Nimm das hier als kleine Anerkennung. Monster Essenz. Okay. Monstergerichte. Du schaust etwas verdutzt. Das ist Monster Essenz. Kilton vom Monsterlad stellt diese Mittel angeblich her. Er soll jeder Medizin einen angenehm voll saftigen Beigeschmack bescheren. Das ist eine gute Ware, kein Zweifel. Dieser Kilton ist komplett auf Monster fixiert und erforscht angebliche Verhalten. Er soll auch außer der Monster Essenz noch ein paar interessante hausgemachte Produkte im Angebot haben. Ich will ihn unbedingt mal einmal treffen. Nur zu sehen, was er für ein Typ ist. Ich suche ihn schon seit einer Weile nach ihm, aber ich finde ihn einfach nicht. Er soll in der Kala sein, in der Nähe eines Teiches, der wie ein Totenkopf aussieht, so viel weiß ich. Aber wo genau das ist, habe ich noch nicht herausgefunden. Okay. Kala. Kala, wo genau Kala ist. Eine Kluda. Nee, also ich denke Akala, das kommt wahrscheinlich noch irgendwo. Also wie es aussieht, bewegen wir uns zu einem der vier Titanen. Das dürfte das Ding da oben sein, was da rumfliegt. Wir haben ja theoretisch noch ein Pferd. Die Frage ist nur, ob dieses uns hier hört. Ja, viel hätte ich wohl nicht gehört. Das ist wahrscheinlich viel zu weit weg. Oder wir fangen uns halt hier irgendwo ein neues. Geht natürlich auch. Die Frage ist halt nur, wo es hier welche hat. Hier da vorne scheint auch irgendwas zu sein. War wahrscheinlich mal irgendwie so eine Kutsche. Da gibt's auch nichts. Hier gibt's überall irgendwie gar nichts. Ah, da hinten gibt's nochmal einen Turm. Eventuell können wir auf den hoch. Da vorne
Scheinbar scheint irgendjemand auf einem Pferd zu reiten. Ja, mal schauen, wer das ist. Gerüchte, Informationen. Ich mag zwar im Kampf gegen Monster keine gute Figur abgeben, aber ich weiß trotzdem einiges über sie. Schon mal ein Loin gesehen? Ein Monster mit langer Mähne? Ja, äußerst aggressive Biester, aber man kann tatsächlich auf ihn reiten. Und wenn man den Knochen eines Esserflochs wirft, kommt er zu einem zurückgeflogen wie ein Bumerang. Wie? Ob ich das ausprobiert habe? Ich selbst nicht, aber selbst gehört habe ich die Information mit eigenen Ohren. Okay. Also auf einen Loin können wir reiten und Esserflochs Knochen können wir als Bumerang verwenden. Okay, gut. Gut zu wissen. Aber ich denke, um einen Loin zu reiten, da braucht es schon einiges. Da hinten hat es auch einen Stall, wie ihr sehen könnt. Hier kennt man halt immer diesen Drachenkopf da irgendwie. Okay, was ist das für eine? Oder für eine? Ich habe mich verirrt. Entschuldigung, weißt du vielleicht, wie man in die Gerüste kommt? Ja, weiß ich. Zum Glück habe ich dich getroffen. Ich hatte mich völlig verirrt. Jetzt kann ich auch was Nettes mit zurückbringen. Und zwar deinen Kopf. What the fuck? Jetzt ist es aus mit dir. Ja, es war klar, dass das so ein komischer Gerudo-Jäger-Boy. Alter. So. Danke für den Kopfsammler. Und für die, ja, 26 Rubine in dem Fall war jetzt nicht unbedingt sonderlich viel, aber hey, immerhin etwas. Ich glaube, da oben hat es einen Schrein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, wir klettern einfach mal da hoch. Ich hoffe, das reicht. Können wir mal ausprobieren, ob das reicht, aber ich denke, das sollte im Prinzip schon reichen. Gott, ich sehe so kacke aus, als ist es brutal irgendwie. Meine komische Frisur, ich hasse das. So eine richtig blöde Frisur manchmal. Das ist ein richtig scheiß Tag, wenn die Frisur einfach so kacke aussieht. Oh. Ja. Da hatten wir es gerade von einem Leunen. Und da war einer. Oder ist einer. Wenn wir nicht genug aufpassen, kann es sein, dass er uns, ja, auch erledigt oder so. Deswegen hauen wir da lieber ab. Schauen, dass wir Land gewinnen hier. Gut, da vorne, da ist ein, Schrein, da ist ein Turm und da unten sollte ja die Dinge sein, hier dieser Stall. Mal schauen. Na, da hört man auch schon was. Da vorne ist der Stall. Gut, dann, ja, ich hätte einfach mal gesagt, springen wir doch mal runter. Oh. Ja, wow. Na toll. Okay, warten wir mal, bis das Ding sich aufgeladen hat. So. Schau mal, wie. Ach so. Es regnet. Toll. Wow. Dachte jetzt schon, was ist denn das jetzt? Warum? Obwohl die Sonne ja eigentlich scheint, aber okay. Ja. Ah, toll. Okay, dann warten wir nochmal. Eigentlich regnet es ja gar nicht. Hoffentlich hört es jetzt auch auf. Ja, hat aufgehört.
Gut. Sehr schön. Shaoyo-Schrein. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ja, sorry. Irgendwie schmeckt der Kaffee heute komisch. Scheint wahrscheinlich irgendwie wieder mal was zu sein, wo wir, ja, Timing und so. Willkommen Pilger, mein Name ist Shaoyo. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Der richtige Augenblick. Ja, das klingt ja eigentlich schon fast so, als ginge es hier um... irgendwas ums Thema Zeit. Okay. Warte mal, ich muss hin. Naja, das war jetzt nicht unbedingt das, was ich machen wollte. Aber es ist auch das Einzige, was ich da machen kann wohl. Lass mich mal überlegen. Fliegt bis da oben hin. Liegt wahrscheinlich an mir, das Ding. Toll. Naja. So drei Pfeile. Aber das Problem ist halt, ja, ich sollte. Genau. Scheiße, Moment. Jetzt aber. Ja, ich habe eigentlich schon fast die Hoffnung gerade aufgegeben, wenn ich ehrlich sein muss. Weil ich nicht gedacht habe, dass es eigentlich so funktioniert, aber... Oh, da liegen ja auch noch ein paar Pfeile von mir, aber ist okay. Die lassen wir da einfach mal sein. Dann müssen wir wahrscheinlich da hoch, so wie es aussieht. Okay, ist natürlich blöd, wenn wir auch keine Pfeile mehr haben. Deswegen gehen wir mal darüber und gucken, denn hier liegen ein paar Pfeile von uns. Also zumindest einer. Ich glaube, mehr gibt es hier jetzt erstmal nicht. Dann liegt halt alles an einer Karte hier, nämlich an einem Pfeil. Den, ja, weil mehr haben wir ja nicht. So, lassen wir uns gerade mal hier runter. Geben uns kurz ein paar Äpfel. Lass mal gucken. Okay. Oh, das wäre knapp gewesen. Dann gehen wir da hoch und... Das war so richtig blöd jetzt. Das ist so richtig dumm jetzt einfach. Irgendwie. Ich habe halt echt gar keine Pfeile mehr und nichts. Also... Natürlich geil. Und dabei bin ich eigentlich nur wirklich einen Schritt weit entfernt. Ja gut, dann gehen wir mal ganz kurz zu dem Dings runter. Vielleicht gibt es da ja einen Terry-Händler.
unter dem wir uns dann was besorgen können. Gerade zum Feiern können wir nämlich das Ganze hier auch fertig machen. Denn, ja, alles andere wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn wir es nicht fertig machen würden oder so. Da oben mockt irgendjemand. Mhm. Du wirkst wie ein aufgeweckter junger Mann. Was gibt's denn? Nichts Besonderes, es ist nur so... Ich dachte mir gerade, dass ein Teil der Bergwand dort aussieht, als wäre er künstlich angelegt. Siehst du, was ich meine, junger Mann? Ich würde mir das gern aus der Nähe ansehen, wenn ich dorthin langen könnte. Oder hingelangen könnte. Wandgemälde. Okay. Müssen wir uns mal anschauen. Stall der Tabanta-Brücke. Gut. Hat's denn hier irgendwo einen Händler oder sowas? Kangis. Ah, den kennen wir doch. Du bist doch der, der die große Quelle der großen Fee aufgespürt hatte. Was für ein Zufall. Ich habe meinen Reisen seitdem auch fortgesetzt. Vielleicht kann ich erzählen kann. Wenn du mir ein Bild zeigen willst, dann nur zu. Jetzt erstmal nicht. Jetzt erstmal nicht. Da vorne ist ja auch der... Oh, Wildbeere. Da vorne ist ja auch der Terry-Händler, glaube ich. Ist das der? Ja. Es ist immer eine Freude, Sie zu sehen. Sind Sie viel unterwegs oder was hätten Sie denn gern? Oder möchten Sie etwas verkaufen? Erstmal verkaufen wir dir was. Und zwar verkaufen wir dir erstmal ein Opal. Ja. So, der kauft halt beinahe alles, sagt er, aber... Wow, 32 Rubine, hey, voll cool. Leuchtstein, ja, wir haben echt wenig Steine gefunden in letzter Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben halt einen Diamanten gefunden, der ist einiges wert, aber... Weiß nicht, ob ich den verkaufen soll jetzt. Ich behalte den erstmal. Komische Hörner, können wir mal 5 Stück verkaufen. Das macht 15, ja, 25 Rubine logischerweise. So, dann haben wir hier noch Moblin Hauer, da können wir... 11, ja, das passt. 132 Rubine, okay. Sonst noch irgendwas? Schauen wir mal, was wir da noch haben. Ja, nee. Genau, jetzt kaufen wir erstmal ein bisschen was. Holzpfeil. So viel wie möglich. Gut, hat er nur so viele gehabt. Jo. Sonst hat er nur so komisches anderes Zeug. Okay. Pfeile, die wir auf jeden Fall gebraucht haben, haben wir jetzt. Ansonsten haben wir hier noch... Soldatenbogen. Nice Scheiß. Soldatenschwert. Na, da haben wir schon alles voll, aber ich kann ja mal gucken. Fischharpune. Weg damit. Soldatenschwert. Okay. Und dann haben wir ja noch hier irgendwelche Bögen. Ich glaube, den schmeiße ich einfach mal weg und nehme dann den Soldatenbogen mit. Das ist bestimmt besser wie... Mal kurz gucken. Geht doch eigentlich. Ist jetzt zwar nicht so stark wie der andere, aber hey, immerhin. Willkommen in unserem Stall. Hier kannst du gefangene Wildpferde. Ja, das kennen wir doch. Das passt. Okay. Ansonsten können wir mal schauen. Wir können hier allerhöchstens nur noch eine Runde pennen. Ja, natürlich. Wir machen Luxusbett. Bis morgens. Genau. Perfekt. Und dann gehen wir in den Schrein und machen das auch fertig, ja, weil das heißt, wir bekommen dann wieder ein Zeichen der Bewährung. Oh. Guten Morgen, ich hoffe, du hast gut geschlafen. Einen schönen Tag noch. Jo, danke schön, dir auch. So, dann geht's da hoch. Na
zum Glück regnet es gerade nicht. Das heißt, wir kommen da eigentlich locker hoch. Okay, so, jetzt wieder rein in den Schaujo-Schrein. Gut. Ich hoffe, ich muss jetzt das Ganze nicht mal von vorne machen, da mit dem Stein und so. Kampf hoch zu Ross. Wenn du beim Reiten mit Feinden kämpfst, ist es hilfreich, sie mit Hilfe von ZL, bla bla bla, ich vermute mal anzuvisieren oder so. Schauen wir mal. Ah, tatsächlich müssen wir das Ganze nochmal machen. Okay, aber ist nicht schlimm. Wir haben jetzt genug Pfeile. So, dann. Eins, zwei und drei. Yay. 300 Pfeile jetzt verschossen. So. Da liegen ja Pfeile. Nice. Kamen die da runter oder was? Nee. Sah nur so aus. Gibt das hier denn irgendwas? Irgendwie eine Truhe oder so? Nee, gibt's nichts. Auch nicht schlimm. Wir holen uns jetzt unser Zeichen der Bewährung. Ich glaube, damit wären wir jetzt bei 2 oder 3. Ich muss mal gucken. Sehen wir jetzt dann gleich. Ja, 2. Also viel mehr waren es ja nicht. Wir haben ja insgesamt jetzt 2, 4, 8, 10 Schreine, ja, gemacht. Gucken wir mal. Jetzt gehen wir wieder zu diesem Stall, dann aber über die Brücke in Richtung von dem fliegenden Teil da hinten. Da vorne, genau. Guck mal, über die Brücke kommen wir da am besten hin. Und da hat es auch einen Turm. Den könnten wir eigentlich freischalten, wenn wir da hinkommen. Stall der Tabanta-Brücke. Genau, da können wir auch immer schön schnell reisen hier. Von Schrein zu Schrein und von Turm zu Turm. Ich hoffe mal, dass hier keine Gegner sind, aber ich glaube schon, dass hier irgendwelche hat. Wenn nicht auf der Brücke, dann wahrscheinlich danach. Ja, die sieht auch relativ gut kaputt aus hier, die Brücke. Das Ding ist auch nicht so weit, glaube ich. Also, ich hoffe, man kommt auch unbeschwert hoch und da hat es nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwelches Zeug da oder so. Okay, das sieht natürlich recht gut aus. Müssen wir uns einen anderen Weg suchen hier. Also vielleicht über die eine oder andere Klippe. Bisschen hochspringen hier, bisschen. Oh, jetzt auch ein paar Steine. Das ist natürlich auch sehr schön. Ja, ich wollte eigentlich ja ablegen. So, Bernstein, Feuerstein. Nochmal ein Feuerstein. Ich glaube, mehr gab es jetzt hier nicht. Ein Drache. Was geht ab? Shit, der ist aber leider zu schnell für uns irgendwie. Oh no. Au, das tat weh. Das tat bestimmt sehr gut weh. Der arme Link. Scheiße. Voll verkackt gerade irgendwie beim Runterspringen.
Ich war jetzt total gedingst erst, so die Musik, und dann dachte ich so, okay, was geht jetzt? Ah. Gut, also da unten in dieser Schlucht kommt es mal vor, dass da eben dieser rote Drache sich vorbei, ja, fliegt oder whatever. Und irgendwo da vorne sind wir gestorben. War bestimmt auch sehr angenehm hier. So runter zu fliegen und so. Das ist halt das Problem, wenn wir halt wirklich wenig Dings haben. Ausdauer. Da können wir uns halt eben nicht sowas. Normalerweise nicht sowas leisten, aber. Ja, okay. Das. Ja. Ist halt so gewesen. Jetzt kann man nichts machen. So, lass mal kurz darüber. Kürze mal ein bisschen was ab hier. Oh. Schade. Die müssen wir vielleicht näher sein auch. Machen wir nochmal. Oh. Jetzt ja Wölfe. Was geht ab? Edelwild. Okay. War jetzt auch alleine. Wölfe sind ja normalerweise im Rudel. Ja. Deswegen nennt man sie ja auch Rudeltiere. Aber ich glaube, da oben kommen wir nicht so leicht hin. Zumal da es ja auch so komische Dinger hat, so wie diese so Spikes oder sowas. Gucken wir mal. Ah, jetzt wieder ein paar Wölfe. Komm, erledigt, Edelwild, gib her. Ja. Ich glaube, da hat die Schnauze voll, oder? Er kommt wieder irgendwann angeraced. Hat auch ein paar Gegner und da hat sonst ja gut, ein Fuchs hat da noch. Da vorne hat es auch noch ein Schrein. Aber ich glaube, wir gehen jetzt echt dahin. Oh, der sieht auch stark aus, wobei es geht. Wow, hier sind ja die Boys hier. Oh shit, das sind ja die heftig starken. Wartet mal, aber ich kriege euch noch irgendwie klein. Irgendwie kriege ich euch bestimmt noch klein, oder nicht? Holy shit. Irgendwie sollte ich doch euch noch irgendwie kaputt bekommen oder so. Ach du Kacke. Ich glaube, wenn wir nicht Dings gewesen wären hier. Alle, wo schleudern die uns denn hin? Wir können eigentlich froh sein, dass wir echt so eine gute Rüstung haben und so. Scheiße. Eigentlich wollte ich das Ding, ja. Oh, da war ein Hauer. Die hauen aber ab. So. Die anderen sind jetzt gerade da hinten am Denken, dass wir uns verzogen haben. Hat sich aber krass getäuscht hier. Tja. So. Ja, scheiß auf den. Der kann da bleiben, wo er ist. Sta-
starker Exalpogel. Scheiße, den können wir leider nicht mitnehmen. Ah, da haben wir nämlich ja, ein paar zu viel hier, aber den können wir einfach wegschmeißen. Wir den gerade mit. Was ist das für Zeug? Verrostete Hellebarde? Nee, brauche ich nicht. Hier jetzt ein paar Sachen. Verrostetes Schwert und verrosteter Schild. Wow, what the fuck? Der dreht ja komplett durch. So. Ja, ich denke mal, das verrostete Zeug hier können wir eh liegen lassen. Das ist meistens eh nicht so. Na, jetzt kommt der wieder. Keine Ahnung, wo der jetzt kam hier. Scheiß drauf, gib mal her. Es war auch klar, dass es jetzt zerbricht das Ding, aber ich glaube, der sitzt da hinten irgendwo. Du bist wahrscheinlich da hoch. So. Sollte eigentlich auch nicht mehr lange gehen, dass wir den dann hier jetzt erledigen. So, ciao. Gut. Ich würde einfach mal behaupten, wir machen an dieser Stelle erstmal einen Cut und machen in der nächsten Folge dann hier einfach weiter, wie es dann weitergeht. Genau, in diesem Sinne Leute, haut rein, viel Spaß und bis zur nächsten Folge Breath of the Wild. Ciao!